Hallo zusammen. Exakt in diesen Tagen ist mein heutiger Gast, der Peach Weber, in der Startphase zu seiner 15. Tournee. Ja, Peach, das heisst, in den nächsten Monaten da bringst du Land auf, Land ab, wieder die Menschen zum Lachen. Wie viel zu lachen hast du eigentlich selber bei so einem Tourstart? Ja, also viel zu lachen gibt es nicht mehr. Ist einfach müde, oder? Weil es läuft jetzt in etwa 2-3 Monaten voll durch. Zuerst das Programm schreiben, nachher aufnehmen, nachher im Studio. Ich mache ja alles selber. Ich bin ja selber schuld. Und nachher die ersten Tourdaten. Und gewisse tun ich auch selber veranstalten. Also es kommt immer alles so in diesen 3 Monaten. Und dann wird man ein bisschen müde. Man wird müde, aber du machst es ja nicht zum ersten Mal. Wie viel Nervosität ist da noch rum? Ja, ich bin nie nervös gewesen. Also auch bei den ersten Auftritten früher nicht, weil ich glaube, nervös ist man nur, wenn man irgendwie unbedingt in diesem Geschäft bleiben will. Also eine Sängerin, die unbedingt die Sängerin sein will, die ist natürlich immer nervös, oder? Weil sie weiss, wenn ich heute Abend versage, dann könnte das Ende meiner Karriere sein. Und ich habe immer gedacht, ja, wenn sie mal aufhören würde, mache ich halt etwas anderes. Also hat es gar keinen Grund gegeben, um nervös zu sein. iPeach heisst das neue Programm, mit dem bist du unterwegs. Der zweite Auftritt jetzt, der ist bereits in Herisau. Eine unglaubliche Liebeserklärung an die Region, an die Ostschweiz, oder wie muss ich das verstehen? Ja, natürlich. Es ist so, ich bin ein bisschen chaot, oder? Also ich tue nicht die Tournee am Anfang so veranstalten, dass schon 70, 80 Orte feststehen. Ich mache das immer ein bisschen aus dem Buch und dann ist halt ein bisschen. Also eben, das Überdorf war der erste Auftritt, aber das war Zufall. Also kreuz und quer ein bisschen durch die Schweiz durch. Ja, aber eben, noch Herisau bin ich natürlich am liebsten, das ist klar. das hören wir natürlich sehr gerne. 14. Oktober, ganz ein wichtiges Datum für dich, der Eintritt ins AHV-Alter. Mit was für Emotionen? Ja, jetzt macht es ja keine Freude mehr, jetzt, wo wir die 70 Franken nicht bekommen. Das habe ich schon verplant für Immobilien und Oldtimer. Also jetzt musst du ein bisschen kürzer treten, in dem Fall kürzer durch. Jawohl. 2027, da ist dann dein grosser Schlussauftritt, schon lange angekündigt im Hallenstadion. Wie sieht es aus, dein Fitnessprogramm bis dahin? Ja, gar nicht. Ich warte einfach, bis es so weit ist. Und wenn ich noch lebe, gehe ich in ein Hallenstadion. Und sonst halt nicht. Aber die Veranstaltung findet auf jeden Fall statt. Es heisst ja Peach Weber and Friends. Und der Göllen und Marco Rima und Divertimento, die haben zugesagt, sie kommen. Und irgendeiner von uns wird ja wohl noch leben. Was du noch nie verraten hast, was machst du eigentlich nach 2027, wenn du dann eben noch lebst? Sun, fun and nothing to do, oder wie sieht es aus? Nein, aber ich werde sicher aufhören. Also ich muss natürlich am anderen Tag noch das Hallenstadion putzen, oder? Wir müssen ja das besser rein abgeben. Und nachher werde ich wirklich wahrscheinlich irgendetwas anderes machen, also Bäume schneiden oder irgendwie als Badmeister auf der Bahamas oder so irgendetwas. Wo auch immer mit Ideen antreffen, jetzt auf jeden Fall geniessen wir die zuerst noch. Peach Weber mit seinem neuen Programm unterwegs in der ganzen Schweiz. Danke vielmals. Danke auch.